Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde. Ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge City Skylines 2. Ja, da sind wir mal wieder. Ihr seht jetzt im Moment großes Chaos. Ich habe sehr, sehr viel umgebaut an dieser Stelle nochmal im Hintergrund. Wir hatten ja letztes Mal in ein, zwei Folgen, wo wir fast zu viel gebaut haben. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier vorne den Linksabbieger noch verbieten werden. So, einfach hier den Verkehr rauskriegen. Und ich glaube, hier vorne brauchen wir auch eine Ampel. Sonst wird das hier vorne, glaube ich, nichts. Dann müssen wir mal gucken. Weil es geht natürlich sehr, sehr viel hier vorne. Das ist eigentlich so die Hauptverkehrskreuzung jetzt mittlerweile. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ja, überall die Linksabbieger, ne? Das wird the next Chaos, was ich hier jetzt gebaut habe mit der Kreuzung. Aber wir können ja auch das Ganze ein bisschen entschärfen, sodass wir die Kreuzung hier frei behalten. Weil die man fast alle linkt. Guckt euch das mal an. Ich finde, noch ist es nicht so schlimm, finde ich. Wir müssen halt gucken, wie es aus, wie es nachher am Ende aussieht. Ne? Also wir lassen uns jetzt alles mal ein bisschen einrenken. Aber hier ist es auch, das haben wir auch ganz gut. Hier ist auch, haben wir die Ampel, habe ich die Ampel gebaut? Die Ampel hatte ich, glaube ich, weggenommen hier. Ja, ist weg. Ja. Warum wollen die denn alle jetzt hier lang? Also hier ist nur mal für mich zur Neugierde. Das ist ganz schön viel Verkehr auf der Straße, ne? Kommt die denn alle her? Ja, hier ist Verkehrsaufkommen, ja, ich weiß. Okay, ich sehe es gerade schon. Also ich muss mich jetzt hier wieder komplett neu orientieren, bitte einmal. Und dann bauen wir eben kurz mal mit Pause. Sonst kriegen wir nämlich ja nichts mehr hin. Hier war das mit den Wegen. Pass auf. Eins. Eins. Achso, eins ist 10 Meter. Mhm. Eins ist auch 5 Meter. Ich finde 10 Meter eigentlich zu hoch. 7,5 müsste ja auch gehen, ne? Ja, ungültige Form ist mir klar. Ja, okay. Also er versucht sich irgendwo anzubinden. Also müssen wir den einmal. Okay. Nochmal. Nehmen wir mal die 10 Meter. Wollen wir mal gucken, ob er die 10 Meter dann hinkriegt, weil dann ist er ja hoch genug. Okay, damit geht das, sehe ich gerade. Also man muss schon neben der Straße bauen. Habe ich verstanden. Okay. Kurz mal alle einpacken, mitnehmen. Okay. Ist dasselbe geblieben? Passt. Mache ich denn das jetzt? Eigentlich ist der Weg doch so schmal, dass da unten drunter geht. Guck mal, da geht es. Pass mal auf. Machen wir so. Eins, zwei.
Hang zu steil. Na komm, warte mal. Okay, also müssen wir mal gucken, ob ich das hinkriege. Okay. Überlappend. Also so soll das jetzt aussehen, ne? Nee. Nee. Also hier geht es auf dem Gehweg zu bauen und hier geht es nicht. Geht es nicht mal in der Mitte zu bauen, weil es nur 7,5 und nicht 10 Meter hoch ist. 10 Meter hoch würde gehen, hier geht aber rüber. Jo, ist richtig. Bin ich nicht uninteressant. Ja, nur mal so als Idee. Lass uns das nur mal so als Idee mitnehmen. Okay, würde auch gehen. Jetzt müssen wir nur überlegen, wo wir damit runterkommen. Und wieder auf 10 hoch. Damit wir rauskommen aus der Mitte. Auf 0. Ich wollte eigentlich was ganz anderes machen. Mit euch. Okay. Kein Anpinnpunkt. Das war nicht zu steil. Das haben wir nicht alles in City Skylines 1 gebaut, was da megamäßig steiler war. Okay. Also theoretisch können wir mit den 7,5 darüber, ja. Also ich könnte auch fast wetten, dass unsere Bewohner das Ding feiern werden. Also es ist hauptsächlich halt, um diese Kreuzung zu entlasten. Aus der anderen Richtung dürften ja gar nicht mehr so viele kommen. Dann kriegen wir die Masse hier. Guck mal, das ist doch schon gar nicht so. Okay, das sieht doch nicht so gut aus.
meisten wollen halt auch rechts rum. Kriegen wir hier noch eine, gibt es ja auch noch eine fünfspürige symmetrische. Achtspurige hätten wir noch. Dann passt das aber mit den ganzen anderen Kram nicht mehr. Aber noch eine, oh, eine siebenspurige wird gehen. Wie wär's damit? Hätten wir zwei rechts, zwei links. Also mit dir hier. Müssten wir hier auch schon wieder größer werden. Bin fünfspurig asymmetrisch. Witzig. Ich hab's doch gesagt. Die laufen da oben lang. Okay, also es ist noch nicht dramatisch, finde ich. Kommt halt jetzt drauf an, wie es jetzt hier abläuft, ne? Ja, der von links fährt auch nochmal rüber, ist egal. Hier ist ein Park, hier ist eine Parkplatzausfahrt. Ach, hier ist der Friedhof, ne? Das ist jetzt mitten an der Hauptstraße. Das ist natürlich sehr schwierig. Hier ist noch ein Stück Weg. Okay, wir gucken jetzt mal, dass sich das alles ein bisschen abbaut. Und ja, letzte Chaos continue. Wir sehen jetzt mal zu, dass wir hier mit einer Einbahnstraße wegkommen. Und zwar nur von der einen Seite aus. Von hier aus bitte kein Links abbiegen. Genau. Das heißt, nur von hier gehen wir raus. Dann werden wir jetzt mal gucken, was wir daraus machen. Könnten wir theoretisch auch schon eine dreispurige Straße draus machen, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so Sinn macht. So, dann brauchen wir hier hinten. Wir gehen einfach der Schnellstraße entlang. Ihr seht ja schon die Autobahn. Dann das Ganze, was haben wir hier? Asymmetrisch 3, okay. Und hier werden wir auch gleich nur rechts abbiegen machen, dass wir hier wieder auf die Autobahn und weg können. Wir können wieder rauf. Dann ab hier, ja, doch, ab hier dreispurig. Nein, war richtig. Dreispurig wechseln. Ja. Weil. Wir müssen eben den Straßenanschluss hinkriegen. Grad. Und bis hier hinten ran. So. Der Zimmer hier hinten kommt weg. Dann erzählen wir denen natürlich, dass sie hier weder links noch rechts, also links können sie nicht, das heißt, sie fahren sie auch nicht geradeaus. Und die Ampel werden wir auch entfernen. Die haben wir gar keine Ampel. Und auch die Ampel werden wir auch entfernen. Wir können ja, das ist mir jetzt gerade eingefallen, weil wir ja die gerade schon so komisch gemacht haben. Hier haben wir jetzt von, dass er die Spurwechsel macht. Das müssen wir ja nicht unbedingt machen.
Wir können ja einfach das Ding hier 2 zu 1 machen. Nee. Nee, können wir nicht. Halt, 2 zu viel. Ja, okay. Das war schon richtig so. Und hier die Straße normal. Genau, so wollte ich das haben. Sodass wir hier alle rauskriegen. Die Straße hier hinten auch rauf fährt. Ein Linksabbieger ist nicht gewünscht. Ja, und dann. Würde ich noch sagen, wir haben hier einen tollen Anschluss. Vielleicht kriegen wir hier noch einen Fußgängerüberweg rüber. Das wäre doch cool. So, dahin am besten. Boah, schick. Wir müssen noch drüben näher bauen, ohne komische Sachen. Normaler Weg. 1, 2, 3. Das finde ich ein bisschen sehr schade, dass das so nicht klappt. Was? Ein bedeutendes Städtchen. Was habe ich gemacht? Meine Stadt wächst und gedeiht. Meilenstein 8 freigeschaltet. 1,9 Millionen plus 8 Skillpunkte und 10. Was habe ich denn gemacht? Bei 11.600, was ist das denn für eine Marke? Okay, also. Machen wir wie folgt. Nee, och, jetzt habe ich wieder. Jetzt wollte ich das wieder anders haben. Dem hier. Manchmal ist es nicht vorteilhaft, manchmal ist es aber auch vorteilhaft. So, langsam runter. Langsam noch weiter runter und ganz runter. Ja, genau. Sehr schön. Dann haben wir das schon mal hingekriegt. Hier hat er den Weg schon angeschlossen. 1, 2, 3. Anpinnen. Und also nochmal. Das würde er machen? Nee, würde er nicht machen. Echt? Das ist ja das Spiel mit den Zebrastreifen. Dann müssen wir das noch mal direkt bauen. Das gefiel mir nicht. Entschuldigt bitte. Aber damit kann ich nicht leben. Jetzt gehen wir auf 0 runter. Baut er das wieder so? Okay, dann gucken wir mal, wie wir es anfangen können. Also am besten von hier. Okay. Also in so einer Ecke sieht das immer doof aus, habe ich gerade verstanden. Ja, das können wir nehmen. Jetzt ist es wirklich zu steil, ja. Okay. Okay, also
fangen wir hier oben nochmal an. Das gibt's doch gar nicht, oder was? Ich würde es jetzt gerne abreißen, aber das mache ich jetzt nicht. 1, 2, 3. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Das muss doch vorher absehbar sein. Na gut, dann ist es jetzt so. Okay, damit kann ich immer noch leben. Das ist halt eine kleine Stufe. Alle anderen können hier außen rumgehen und können die abgeflachte Version nehmen. Mir ist es wichtig, dass sie darüber rennen können. Hier stehen schon welche mit ihren Autos. Warum stehen die hier mit ihren Autos? Das ist nur so für mich Neugierde. Okay. Also wir wollen hier eine riesen Shoppingmeile bauen hier unten drin. Die sollen natürlich nicht hier unten bauen. Ja. Ja. Okay. Du nicht. Nein, du nicht. Alle anderen ja. Gut, danke. Okay, dann haben wir hier noch eine kleine. Oh, okay. Okay. Kein Wasser? Wieso? Ach ja, kein Wasser. Nö, das gibt es ja auch nicht. Oh. Ach, jetzt kommt da was. Nö, kommt da was? Nö. Ström? Ström kommt da auch nicht. Unterirdisch. Strom kommt auch. Jawohl. Kriegen wir hier noch alles hin? Das sieht gut aus, ne? Okay. Nochmal Strom gucken. Viel läuft jetzt hier? Achso, wir müssten die Straße anklicken, ne? Hier. Verkehrsfluss, okay. Verkehrsaufkommen. Haben wir auch, ja. Wie sieht es jetzt hier aus? Ach, guck mal. Guckt euch das an. Ist das herrlich. Also hier sind wir jetzt auch für alles gewappnet. Hier hinten habe ich jetzt auch noch gar nicht weiter geguckt. Wie sieht das hier aus? Auch kein Verkehr mehr. Wunderbar. Also sollte das nicht mehr so gut klappen mit dem Linksabbieger hier, das, oder hier, die hier links rauffahren, dann müssen wir gucken, was wir machen. Aber ansonsten sieht das, glaube ich, vom Verkehrstechnischen her ganz gut aus. Was ist hier los? Ist verlassen? Wir sind alle ausgezogen, oder was? Ich glaube es ja nicht. Okay. Also hier ist jetzt einiges los. Hier wird natürlich auch einiges mehr los sein. Wir sind jetzt bei 23 Minuten. Moment. Also das können wir noch erweitern. Habt ihr gesehen? Das haben wir hier. Genau. Eins müssten wir auf jeden Fall noch ganz dringend machen, weil wir haben hier ein Problem. Wir haben hier 652 von 723 Tonnen Müll. Das müssen wir jetzt verarbeiten. Da ist jetzt die Frage, machen wir eine Verbrennungsanlage und hauen uns den Boden in... Ne? Unhübsche Sachen oder machen wir das Recyclingzentrum? Und da wir ja die Staffel der Nachhaltigkeit haben in Transport 4x2, machen wir natürlich das Recyclingzentrum. Und das müssen wir heute auf jeden Fall auch noch bauen, weil das muss wir müssen den Müll verarbeiten. Aber geht gar nicht. Jetzt mal ehrlich hier. Okay, also wir könnten hier vorne an der Hauptstraße das bauen. Das muss ich aber da nicht bauen. Weil theoretisch könnte ich das auch auf der Rückseite hier an der Rückwand bauen. Wenn du jetzt Landgestaltung Terrain angleichen. Oh. Machen wir so einen kleinen Wall hin. In Anführungszeichen. So. Mit dem können wir natürlich hier eine Straße bauen.
Wunderschön. Einbahnstraße habe ich gebaut, ne? Super Kante. Das üben wir nochmal. Und können dann theoretisch, ja, guckt euch das mal an. Das ist ja ein Träumchen. Der hat jetzt da keinen Straßenanschluss, aber das kriegen wir hin. Guckt euch das an hier. Das an. Ich glaub's ja nicht. Herrlich. Herrlich. Guck mal, da fährt schon erst ein Müllwagen los. Wir haben schon hier ein Kipplaster und zwei Müllwagen unterwegs. Gucken nochmal drauf. Bleibt bei 3 von 15. Luftverschmutzung ist spät. Achso, was können wir hier denn noch machen? Ermöglicht dem Zentrum einen größeren Fuhrpark mit Müllwagen zu unterhalten, also weitere Müllwagen. Sammelt Müll und ermöglicht so eine schnellere Müllverwertung. Also wir verarbeiten 50 Tonnen mehr. Und wir fahren, nee, wir, das ist Lagerung, also wir lagern 100 Tonnen mehr. Ah, da sind schon die nächsten los. Also ich hoffe, dass wir jetzt zur Mülldeponie fahren und das abholen. Hier, da ist er. Der holt schon die ersten 20. Der hätte auch voll machen können, ne? War? Ach hier, der hat beladen hier. Okay, also wir haben viel vor. Wir müssen hier richtig verarbeiten, gelagerten Müll. Also, was haben wir jetzt? Hier haben wir hier auch Kipplaster. Wir haben ja hier bis zu 20 Fahrzeuge. Wenn wir jetzt hier sagen, entleeren, haben wir sowas? Entleeren beginnen. Dafür ein Zeichen? Nö, haben wir kein Zeichen für. Na gut, 624 Tonnen, wenn der mal 20 Tonnen fährt. Warte mal, dann lassen wir das mal so lassen. Wir haben hier auch immer noch eine Sondermüllsammelstelle, Müllwagendepot. Verarbeitung, also Verarbeitung 50 Tonnen mehr. Müssten wir direkt ranstellen. Haben wir hier schon einmal. Ja, gut. Lassen wir es erstmal so. Also auch der hier haben wir dafür einen Bezirk. Hier haben wir beide Bezirke, ne? In den befindlichen Bezirken. Den Bezirk und den Bezirk. Gut. Ja, Bezirke müssen wir noch ausbauen. Oh, was haben wir hier? Hier haben wir einen grünen Punkt. Müssen wir gleich nochmal gucken, wegen den Zonen. Mark. Willkommen in Kantopolis. Wir wünschen dir einen schönen Aufenthalt. Mal gleich nochmal Zonen malen hier. Wo sind denn hier unsere Zonen? Achso, Bezirkserstellungswerkzeug. So, das heißt, wir wollen von hier aus. Wir wollen natürlich alle mit drin haben. Wir wollen überall Müll abholen. Und auch hier runter ziehen wir. Achso. Da war ich zu nah am Rand. Ja, in den nächsten Folgen werden wir wahrscheinlich hier ein bisschen Waldrodung beginnen. Ich kann es euch aber noch nicht hundertprozentig sagen. Trotzdem, ja, werden wir wahrscheinlich da was machen. Okay, das hatten wir jetzt noch. Das heißt, wir knicken hier mal ein. Ne, keinen neuen Bezirk. Bitte keinen neuen Bezirk. Genau, den wollen wir erweitern. Das geht natürlich so nicht. So geht das. Ja, genau. Nee, da war es schon richtig. Dann wollen wir natürlich unsere Tagebaugeschichte damit drin haben. Unsere neue. Ja, genau. Sehr gut. Haben wir das nämlich auch alles mit drin? Das haben wir mit drin. Hier oben alles drin. Sehr gut. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Glaube nicht.
Ich hoffe, dass wir langsam mal wieder aus dem Winter rauskommen, obwohl es erst Januar 24 ist. Ich drücke mal ein bisschen den Geschwindigkeitsbutton. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von Schnellspielen. Aber so langsam nervt auch mich der Schnee. Was haben wir hier denn? Was ist das denn für ein Unfall hier? Boah. Hilfe! Ja. Was soll ich machen? Mit Beteiligung von einem unserer Schneeplüge. Alter. Hier drin ist auch noch ein Auto. Einsteigen und hinsetzen. Und hier ist auch noch ein Auto drin. Kantopolis. Wahnsinn. Oh, jetzt ist alles weg. Jetzt kann sich das auch alles wieder ein bisschen entspannen. Wir hatten gerade ein Stauproblem. Wir gucken jetzt hier nochmal. Verkehrstechnisch passt das alles. Marc, vielen Dank für dein Resub im 34. Monat. Und Tinka, herzlich willkommen hier bei Kante Zockt. So. Okay, die Ampel hier würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen. Da könnten wir den Zebrastreifen theoretisch auch wegnehmen. Die können auch darüber. Lass uns das mal versuchen. Den wegnehmen. Genau, die können auch damit rüberlaufen. Die brauchen keinen eigenen. Okay, das sieht ganz gut aus. Busverkehr sieht gut aus. Hier, das finde ich ist sehr gelungen. Also haben wir echt gut hingekriegt. Der Verkehr geht durch. Und theoretisch könnten wir jetzt auch hier diese Schallschutzmauern hier oben hinstellen. Ne? So. Sind natürlich Schattenspender, aber auch Lärmreduzierer. Ne? Oh, hier fährt auch sehr viel rüber, muss ich gestehen. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so viel ist. Da müssten wir eventuell die Überlegung nehmen, dass wir hier... Guck mal, was hier alles durchfährt. Ist ja der Hammer. Dass wir hier eventuell eine andere Straße nehmen. Da haben wir hier unsere asymmetrische... Ne, die würde ich tatsächlich so rumnehmen. Und tatsächlich auch bis hier vorne hin, bitte. Was, jetzt sind sie verlassen hier, oder? Abbruchreif. Okay, habe ich kaputt gebaut. Ja, habe ich verstanden. Werden aber gleich ersetzt. Instant. Ampel wollen wir hier auch nicht haben. Könnten den natürlich sagen, wenn wir jetzt hier einspurig. Achso, wir hatten da echt eine Ampel, wa? Vielleicht sollten wir da doch die Ampel lassen. Ich glaube auch, um einfach den Verkehrsfluss hinzukriegen. Aber guck mal, was wir jetzt durch diese Verbreiterung der Straße, was wir da für einen Verkehrsfluss durch haben. Ist ja der Wahnsinn. Wow. Also eins sage ich euch. Den Linksabbieger nehmen wir hier raus, weil das haut uns alles hinterher hier sonst. Ansonsten, ja, habe ich verstanden. Ist euch egal, macht ihr trotzdem. Mhm. Okay, so. Erste Tankstellen bestimmt wieder hier. Was haben wir hier? Perlstraße. Eno? Eino. Haben wir hier Einkaufsladen, Elektroladen. Interlore Designs. Guck mal, hier auch wieder ordentlich Fußgängerbewegung. Was wir in der nächsten Folge auch machen werden, ist ÖPNV, ne? Also ist ganz klar. Oh, hier ist der Verkehrsstau, okay.
Also müssen wir hier noch was machen. Das ist krass. Aber ihr seht auch, es wird wieder weniger. Ne? Also es ist mal so, wie es ist. Ich würde aber dadurch nicht... Ja, hier den müssen wir auch rausnehmen. Auch hier den Linksabbieger würde ich auch fast schon rausnehmen. Okay, Stau ist wieder weg. So, wie sieht das mit der Verarbeitung aus hier? Läuft das? Ah, oh, läuft super. Sehr, sehr gut. Also der Stinkemüll wird wegverarbeitet. Das sieht ganz gut aus. Das sieht auch ganz gut aus. Das ist verlassen. Dann lassen wir lieber einmal neu bauen. Okay, also machen wir in der nächsten Folge neuer Stadtverkehr. Wir haben die ganzen Bezirke hier noch nicht angebunden. Hier sind wir noch nicht einmal durchgefahren. Das ist natürlich bemerkbar durch die Fußgängerbewegung hier. Ne? Also wir haben hier Fußgänger ohne Ende. Das ist so, wie es ist. Und da müssen wir natürlich auch gucken, dass wir die irgendwie über die Straße gehen. Na gut. Das sollten wir aber so hinkriegen. Also ihr seht, dass hier ordentlich Bewegung drin ist in dem ganzen Viertel hier. Und wir da nochmal ein bisschen ÖPNV machen müssen. Auch in die hinteren Regionen. Ja, wollte ich gerade sagen, in die hinteren... Warte mal, Regionen sind es ja nicht. Sondern... Viertel. Stadtviertel, Stadtviertel. Also... wird das hier noch anpassen. Hier wird auch noch ein Wohngebiet entstehen. Zumindest ein bisschen. Wenn ich mir das hier so angucke. Ja, bis hier oben ran können wir das ruhig machen. Ja, man darf mit dem Tool nicht zu schnell sein, sonst sagt das Tool nachher, oh, du warst so schnell. Also immer in eine Richtung glitten. Ist wie Haare kämmen. Wenn man die von der verkehrten Seite aus anfängt zu kämmen, dann machen die Haare, was sie wollen. So, hier müssen wir natürlich aufpassen, weil hier wollen wir noch unseren Sportplatz bauen nachher. Das heißt, bis hier hinten ungefähr wird unser neues Wohngebiet entstehen. Denk mal eher so kleinen Häuser wie hier hinten. Aber erstmal müssen wir Busverkehr noch machen. Müllrecycling haben wir gemacht. Holzfällerlager haben wir noch. Erzbau wollen wir noch machen. Und Buslinien wollen wir noch machen. Eigentlich habe ich nur eine Sache geschafft. Ne, zwei Sachen. Gewerbegebiet habe ich auch geplant und gebaut. Gut. Dann, hier ist schon wieder ein Unfall passiert. Ja, das sind diese Raser, ne? Okay, also das haben wir geschafft. Den anderen Unfall haben wir geschafft. Hier haben wir einen schönen Übergang geschafft. Und als nächstes gehen wir dann hier hinten wieder zum Müll und würde sagen... Oh. Ach nee, das ist Glas. Okay, ich hatte gerade gedacht, das wäre Petroleum oder sowas. Aber war es nicht. Also alles im grünen Bereich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst das Däumchen nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge City Skylines 2 hier auf Kante Zockt. Bis dann, euer Kante. Tschüss.